Ja, ich darf Ihnen heute ein wahres Vorzeigeprodukt aus dem Bereich der Armaturen für Gesundheitseinrichtungen zeigen. Und zwar die sequenziell gesteuerte Brausethermostat-Armatur H9633, die wirklich perfekt auf alle Anforderungen für diesen sensiblen Bereich zugeschnitten ist. Schauen wir uns zunächst mal die Vorkehrungen für den Verbrühungsschutz und zur Temperaturstabilität an. Und zwar wird diese sequenziell gesteuerte Armatur immer über den Kaltwasserbereich geöffnet und auch wieder geschlossen. Das heißt, der Nutzer kann nicht die Armatur in einer zuvor zu hoch eingestellten Temperatur öffnen und kann sich also nicht verbrühen. Darüber hinaus ist die Armatur natürlich mit einer Maximaltemperaturbegrenzung ausgestattet. Das heißt, der Nutzer kann nicht über eine gewisse Temperatur hinausgehen. Die Thermostattechnologie bewirkt, dass, sollte die Kaltwasserversorgung einmal unerwartet ausfallen, auch die Warmwasserzufuhr automatisch abgeschaltet wird. Es kommt also zu keinerlei Verbrühungen. Das Ganze funktioniert aber auch umgekehrt, denn gerade in so sensiblen Bereichen können Kaltwasserschocks zu gravierenden Folgen führen. Es kann zu Stürzen oder Knochenbrüchen kommen. Die Security-Arm-Funktion sorgt ebenfalls dafür, dass die Temperatur während der ganzen Dusche angenehm stabil bleibt. Aber auch die Hygiene ist natürlich in diesem sensiblen Bereich besonders wichtig. Die Bauweise der Armatur ist so gestaltet, dass möglichst das Stagnationswasservolumen im Inneren des Körpers gering gehalten wird. Das heißt, Bakterien bleibt kein Rückzugsraum. Die sequentielle Steuerung ermöglicht problemlos die Entnahme von Kaltwasser in Leitungstemperatur, was besonders für mikrobiologische Untersuchungen relevant ist. Darüber hinaus wurde die Armatur so konstruiert, dass auf Rückflussverhinderer verzichtet werden kann. Damit fallen schon mal sehr wartungsanfällige Bauteile weg. Kreuzflüsse sind ausgeschlossen, sodass Warm- und Kaltwasser nicht in die Leitungen zurückdrücken kann und so kein Bakterienwachstum im lauwarmen Wasser entstehen kann.